Und jetzt geht es ab nach unten, nach unten, 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 nach unten, nach unten, nach unten, 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 unten. Warum singe ich so eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt noch groß sagen soll, außer Luigi macht sich auf den Weg, um seinen Bruder zu retten. Und deswegen gehen wir unten in den verschlossenen Raum. Und warum liegt der Schrott hier jedes Mal wieder aufs Neue? Ich sauge ihn weg und da hat sich ein Schrotthaufen gerade vor den anderen gebackt. Das sah sehr merkwürdig aus, aber gut, hey. Soll vorkommen. So, wir gehen da, wo die kleinen Scheißviecher rauskommen. Und wow, wir kommen durch. So, hier waren wir noch nie vorher. Aber jetzt können wir endlich durchschreiten. Zack, 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 zack. Bam. Also, und rein. So. Tja. Was gibt es jetzt noch groß zu sagen? Sagst du da noch irgendwas zu? Ne, scheinbar nicht. Und da hinzu? Was um alles in der Welt ist das? Das ist dein Bruder. Muss ich nicht dafür schämen, Luigi. Ich weiß, das ist schrecklich, aber... So. Los geht's. Der letzte. Ach, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über die anspruchsvolle Kunst sagt. Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen. Feingeist, versteht ihr? Dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario. Der macht mich so zufrieden. Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Mal ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaubt, das will denn einfach so verlost werden? Man muss schon so blöd sein. Ja, Luigi, da hast du wohl recht. Was hat man euch Mario-Brüdern bloß in die Suppe getan? Aber Mario war genauso blöd, das stimmt. Eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit, was? Dein Bruder hat den ganzen Weg hierher zurückgelegt, um in einem Bild verewigt zu werden. Das ist wirklich großartig! Ich liebe König Pudel. Wie dem auch sei, dieses Mario-Gemälde hängt so allein da. Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann erst ist meine Galerie komplett. Ich lache mich schrecklich, schäckig. Vor dir habe ich keine Angst, Sub-Kasper. Höchstens vor dem Schreckweg 0816, den du auf deinen Rücken trägst. Eine echt dämliche Erfindung. Aber ich bin der König der Wuhus. Ich schwöre, niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben. Außerdem, wirklich abscheulich, wie du wurpschlitzschwurpsmäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast. Und ich glaube nicht, dass ich davon sause. Ich werde mich mit dir entgegenstellen, wie es einem wahren Wuhu angemessen ist. Komm und leiste deinem Bruder Gesellschaft auf diesem Bild! Okay, der König Berus geht ab. Er zeigt doch nochmal seinen wahren schrecklichen Humor. Und was passiert dort hinten? Was kann das wohl sein? Ein Bowser-Porträt. Jetzt gleich geht's richtig los. So, er saugt uns erstmal ein. Zack. So, und los geht's. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach lauert das Verderben. Okay, zack. Wer hätte es erwartet? Ja gut, kommt vielleicht ein bisschen überraschend bei diesem Spiel. Das ist wirklich ein Bowser, der Boss. Aber eine leichte Überraschung werdet ihr vielleicht noch begegnen. Ja, mit diesem Bowser stimmt etwas nicht. Right, right, right. Mit diesem Bowser stimmt etwas ganz und gar nicht. Was genau es damit auf sich hat, werdet ihr noch sehen. Gleich, vermutlich irgendwann, während des Kampfes. So, na? Bowser, Bowser. Ja, er mag noch normal aussehen, aber... Na, ihr werdet... Ach, ihr werdet vielleicht sehen, was damit ist. Okay, zack. Wow, 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 wow. Ach so, ich krieg das Ding nicht nach oben. Okay, gut. Ja. Wow, 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 Bowser! Wow. Bowser, ich möchte nicht gegen Bowser kämpfen. Vor allem nicht gegen so einen Bowser. Ich habe schon mal gesagt, was meine Meinung zu Bowser ist, aber okay, jetzt geht's los. Und Montag mit dir. Bam! So, das meinte ich. Oh mein Gott, er hat seinen Kopf verloren. Richtig, es ist nicht wirklich der richtige Bowser. Wir haben König. Wow, 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 wow. Ah, es ist ein Bowser-Geisenkopf. Was auch immer mit diesem Bowser los ist, auf jeden Fall ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Man sieht es, ja. Wir haben ihm die Birne weggepustet, mein Gott. Ich meine, das sollte schon alles aussagen, der arme Kerl. Bam! Okay, Glück gehabt. Wow, Buhu, komm her. So, der König der Buhus, der macht sich seine Spezien mit Bowser, scheinbar, wie man sieht. Wow! Dafür hat er auch ordentlich viel Leben. Ich dachte eigentlich, er hätte 999 Leben. Ich glaube, ich
täuschen. So, wir schwächen den Buu ordentlich, aber jetzt geht's radau, denn jetzt weiß Bowser nicht mehr, was er tut. Er setzt seinen Kopf falsch rum. Auf! What the heck? Hilfe! Bowser, wie kann man den Arm so missbrauchen? Was hat er dir getan, König Buu? Ich weiß ehrlich gesagt, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was es mit diesem Bowser hier auf sich hat. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich mein Bowser-Spatzel ist. Wow, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Saug, 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 saug. La la la. Bowser, hör auf mich. Ah. Hör auf. Ja? Na, ich wusste doch. Es war doch so klar. Es wäre so schön gewesen, wenn jetzt der Finalschuss gekommen wäre, aber nein. Bowser! Mario! Wow, Luigi hat seine Mario-Taste verloren. Wow. Ja, das ist wirklich cool. Okay. Mein Freund, wo gehst du hin? So. Bowser dreht seinen Schild wieder richtig rum, wir köpfen ihn andauernd, das macht ihm scheinbar nichts aus. Also wie gesagt, ich glaube, dieser Bowser ist nur eine leere Hülle. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten, what the heck, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mein Bowser sein soll. Komm schon, Bowser, spuck jetzt, oder auch nicht. Wir verlieren Geld. Na? What the heck, what the? Okay, Bowser, wow, runter mit dir. Bam, okay. So, und saugen, 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 saugen. König Buu. Das war dann Ende. Zack, okay. Bams, wir haben den König der Buhus gefangen und seine Krone bekommen, die, glaube ich, eine Menge Kohle brachte. Und da. Oh mein Gott, dieser Anblick. Ich finde den echt ein bisschen zu brutal für ein Mario-Spiel. Ich meine, Bowser, geköpft.